Ein herzliches Servus, grüß dich und hallo, liebe YouTube-Community. Ich hoffe, euch geht's gut soweit und ich begrüße euch zu einem 1000er Abonnementen-Special heute bei diesem Video. Mega cool, dass wir das zusammen erreicht haben. Ohne euch würde der Kanal überhaupt nicht auf diese Größe gerade heranwachsen. Und aus diesem Grunde möchte ich mich bei euch einmal ultra herzlich bedanken. Und da machen wir alle mal zusammen jetzt mal das 1000er Abo-Special. Ich nehme euch heute mal mit. Ihr seht, wir sind nicht in Deutschland am Start, wir sind diesmal in Südtirol. Und da nehme ich euch mal direkt mit auf die drei Länder Enduro Trails. Die werden wir alle mal zusammen fahren. Was passieren wird, ob wir stürzen werden oder ob alles gut geht, das werden wir im Laufe des Videos sehen. Ihr seid live mit dabei und ich wünsche euch jetzt mit diesem 1000er Abonnementen-Special super viel Spaß und wir sehen uns direkt nach dem Intro. Also viel Spaß bei dem Video, bis später. Und dann saß ich schon im Lift und eigentlich schon direkt am Aussteigen am oberen Schöneben-Trail. Das Wetter war jetzt nicht so geil, schade eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, dass da mal ein bisschen mehr die Sonne durchgekommen wäre für das 1000er Special, aber man kann eben nicht alles haben. So, und bevor wir jetzt weiterhin noch großartig viel rumlabern und rumschnacken, starten wir jetzt mal in den Drei-Länder-Bericht rein und gucken mal, was das heute für ein Tag wird. Leider ist es ein bisschen bewölkt. Und ja, ein bisschen regnerisch, die Wolken hängen drin, aber wir machen jetzt mal das Beste draus aus dem 1000er Abonnenten-Special. Auf geht's! Ich weiß noch nicht, ob es bei mir mittlerweile am Alter liegt, aber ich muss echt sagen, das Enduro-Fahren, das macht mir durchaus mehr Spaß als diese Springerei. Okay, das Springen habe ich mittlerweile auch schon halbwegs gut im Griff mit der E-Karre. Aber trotzdem, ich finde dieses Enduro-Fahren, das liegt mir noch am meisten. Ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich kommt das auch von früher, von meinen Motocross-Enduro-Experiences, die ich über die Jahre gesammelt habe und ja dann später aufs Mountainbike gestiegen bin. Ich denke, das wird daher kommen, dass ich da eine extra Vorliebe dafür habe. Aber ein was möchte ich jetzt auch nochmal hier loswerden, Leute. Das Ekano ist selbst bei diesen alpinen Enduro-Geballer ein super geiles Bike. Ich muss wirklich sagen, ich hatte jetzt in der ganzen Zeit nicht einmal das Gefühl, dass ich mit dem Fahrrad überfordert bin oder dass das Fahrwerk nicht richtig funktionieren würde, dass das zu arg schiebt in manchen steilen Sektionen. Es hat einfach alles gepasst, es war rund, es war einfach nur ein richtig gutes Bike-Feeling. Und jeden, der da draußen gerade seine Bestellung getätigt hat, der auf seinen Ekano wartet, Leute, das Warten ist es wirklich, wirklich wert. Sieht's da aus? Jo, geht. Oh yes, über die Wurzeln. Einfach mal quer drüber. Machst du dir Druck auf die Pedale? Machst du dir Druck? Machst du hier ein bisschen Kurve, Kurve? Fährst du hier ein bisschen die Absätze? Schaust du hier, guckst du da? Dann ging es erstmal weiter Richtung Reschneralm. Da muss man ein paar Höhenmeter machen. Das sind so knapp 500 oder 600 Höhenmeter, die man da sich hochschraubt. Ich habe diese zwei netten Dudes hier noch kennengelernt. Der eine von denen arbeitet bei der Firma Babum. Ziemlich interessante Sache. Ich verlinke euch da auch mal ihre Internetseite bei mir in der Titelbeschreibung. Schaut da mal rein. Ziemlich interessant. Wenn man mal kurz was reden will, dann geht die Blasmusik los an der Rechner an. Wie geil ist das bitte? Und jetzt gibt's noch mal zur Abwechslung mal wieder ein paar Drohnenaufnahmen. Yes.
Direkt weiter ging es von der Reschner Alm Richtung Mutzkopf. Da waren es auch wieder ein paar Höhenmeter. Aber das war entspannt. Das Einzige, was war, es hat geregnet. Und der Mutzkopf und Regen mit den Wurzeln, das verträgt sich immer nicht so sehr. Juhu, ich hoffe, das geht gut heute, Leute. So ungefährlich wie es aussieht, ist es aber auch hier ein bisschen tricky. Man muss schon ordentlich seine Linie dann haben, weil da, wenn man was schief geht und der Lenker fliegt dir aus der Hand und rastet in dem Zaun ein, oh weh, ich glaube, das könnte mal richtig wehtun. Angekommen am Grünsee hieß es für mich erstmal kurz Pause machen und einfach nur mal die Landschaft genießen und den See mal anschauen. Herrlich. So Leute, jetzt mache ich mal einen kurzen Zwischenstopp für euch hier an dem kleinen Bergsee. Ist ein sehr, sehr schöner Forellensee, super idyllisch gelegen, aber schaut es euch doch selber einfach mal an. Und dann kam auch schon das große Wurzelfeld, wo ich eigentlich jedes Mal immer so ein bisschen meine Bedenken habe, wenn das nass ist. Aber interessanterweise war das alles ganz gut. Ihr seht es ja selber, es ist wenig nass, es ist ein angenehm feuchter Boden gewesen und ich konnte trotzdem einigermaßen fahren, das war cool. Voll die Linie verkackt, Leute. Aber es geht, es ist okay. Seht ihr das, wie das hier aussieht? Könnt ihr euch mal vorstellen, wie lustig das hier ist, wenn das alles nass ist. Das ist schon richtig knackig hier. Sam Pilgrim würde wohl hier sagen, Welcome everybody, today it's gonna be epic, because we ride the roots of doom. Oder irgend sowas in der Richtung, keine Ahnung. Oh. Absatz. Oh, den nehmen wir noch mit. Jawohl. Nice. Jo, Mann. Wow, okay, das Wurzelfeld auf Doom habe ich überstanden. Aber das eigentliche Problem, was jetzt noch vor mir lag, was ihr gleich sehen werdet, damit habe ich nicht wirklich mit gerechnet. Ja? Ich glaube, der winkt mich vorbei. Ja, was machen wir jetzt? Ne? Soll ich jetzt vorbeifahren oder soll ich jetzt stehen bleiben? Das ist gerade ja, eine blöde Situation, Leute. Was macht man jetzt? Ich habe keine Ahnung, der guckt total angepisst irgendwie. Ist es der Chef von der Gruppe oder wie? Ich weiß es nicht, was ich machen soll. Schreibt es in die Kommentare, wie verhält man sich bei Kühen? Hat jemand Erfahrung mit Kühen direkt auf der Straße? So direkt hatte ich jetzt auch noch keinen Kontakt. Ich weiß ja nicht, ob die da Schiss haben vor Bikern oder nicht. Ja, keine Ahnung. Schreibt's mir bitte in die Kommentare. Ich traue mich halt überhaupt nicht an den Jungs vorbei. Das ist so fürchterlich gerade. Oh Mann, die blockieren die Straße. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Und wie ich an den Kollegen dann vorbeigekommen bin, das sehen wir dann im zweiten Teil vom 1000er Abo Special. Und zwar nächste Woche am Sonntag um die gleiche Zeit.